Es gibt durchaus schon das eine oder andere Video von mir zum Thema Gegenspiel. Die meisten davon richten sich allerdings an fortgeschrittene Spieler, setzen schon eine ganze Menge voraus, und insofern starten wir jetzt hier wirklich mal mit den absoluten Grundlagen komplett bei Null. Und das Erste, was ihr als Gegenspieler machen solltet, und zwar immer machen solltet in jedem Spiel, ist versuchen herauszufinden, wie viel Trümpfe hat eigentlich der Alleinspieler. Also ihr macht euch ein bisschen auf Informationssuche, und das Schöne an diesen Informationen ist, dass sie relativ einfach und relativ schnell für euch verfügbar sind, weil das typische Muster beim Skat nun mal ist, dass der Alleinspieler Trumpf spielt. Und insofern habe ich hier mal ein Beispiel vorbereitet. Ihr sitzt in Hinterhand auf einer Allerweltskarte, der Alleinspieler in Vorhand spielt Herz, und wenig überraschend eröffnet er das Spiel mit Trumpf, mit dem Kreuz Buben. Von eurem Partner fällt die Herz 7, und ihr habt natürlich hier an sich noch gar keine wegweisende Entscheidung zu treffen. Es ist ja logisch, dass ihr den kleinsten Trumpf dazu gebt. Insofern habt ihr hier auch die Kapazität frei, um euch ein bisschen schon über Trumpf Gedanken zu machen. Und was ihr hier im ersten Stich einfach schon ganz sicher feststellen könnt, ist, der Alleinspieler hat keinen 8-Trümpfer. Das ist mathematisch nicht möglich, denn eure 3 Trümpfe und der eine Trumpf von eurem Partner sind ja schon 4 bei 11 Trümpfen im Spiel, kann der Alleinspieler also höchstens einen 7-Trümpfer haben. So, viel mehr Zeit habt ihr auch gar nicht und auch nicht die Notwendigkeit, euch noch großartige Gedanken zu machen, denn das Spiel schreitet natürlich rasant voran. Der Alleinspieler wird den nächsten Trumpf ziehen. In diesem Beispiel ist es der Pik Bube. Von eurem Partner kommt die Trumpf 10, und diese Karte verrät euch jetzt schon eine ganze Menge, denn es ist logisch, dass euer Partner niemals freiwillig ein Trumpf volles auf den höchsten Stich des Alleinspielers gibt. Es gibt dafür nur 2 logische Begründungen. Entweder die Herz 10 ist sein letzter Trumpf, dann hätte der Alleinspieler einen 6-Trümpfer, oder euer Partner hat noch den Herz Buben, opfert hier die Trumpf 10, um einen Stich mit dem Herz Buben zu machen, dann wäre es ein 5-Trumpfer. Das heißt, der Korridor der möglichen Trumpfverteilung hat sich jetzt schon eingeschränkt auf einen 5- oder 6-Trümpfer. Das ist die Information, die ihr hier einfach im zweiten Stich schon einsammeln könnt, während ihr natürlich erneut den kleinsten Trumpf, den Herz König, dazulegt. Und im dritten Stich wird sich ganz automatisch die Trumpfverteilung schon komplett für euch offenbaren und erschließen. Es folgt jetzt hier der Herzbube von eurem Partner, Abwurf Pik 9, und ihr müsst natürlich das Trumpf Ass dazugeben. Und statt ihr euch jetzt darüber ärgert, dass der Alleinspieler schon wieder ein Spiel mit Vieren bekommen hat oder dass euer Trumpf Ass verbrannt ist, solltet ihr jetzt einfach die Information für euch klar bekommen: Alles klar, es ist ein 6-Trümpfer, und jetzt kommt mit der kleinen Mathematik, mit dem Umkehrschluss auch die Tatsache, wenn der Alleinspieler 6 Trümpfe hat, dann hat er auch 4 Nicht-Trümpfe im Blatt. Denn egal, was er gedrückt hat, der Alleinspieler muss so wie ihr mit 10 Karten spielen, und bei einem Spiel mit Vieren in Vorhand wird er logischerweise keine Trümpfe drücken. Trümpfe werden sowieso sehr selten gedrückt. Damit ergibt sich hier ganz zwingend für euch die Information: 4 Fehlkarten hat der Alleinspieler in der Hand, und das ist auch das erste und einzige, was ihr in dieser Spieleröffnung, dafür allerdings wirklich in jedem Spiel, versuchen solltet rauszubekommen. Zum Festigen ein ganz ähnliches Beispiel. Ihr sitzt wieder in Hinterhand, diesmal ist Pik Trumpf, und der Alleinspieler erneut in Vorhand startet mit dem Pik Buben von eurem Partner das Trumpf Ass, und ihr legt natürlich die Pik 9. Was für eine Idee habt ihr, wie viele Trümpfe wird der Alleinspieler voraussichtlich haben? Also klar ist an sich nur, es ist wieder kein 8-Trümpfer. Wahrscheinlich ist es ein 6- oder ein 7-Trümpfer, denn bei einem 5-Trümpfer hätte euer Partner vermutlich noch nicht das Trumpf Ass in den Pik Buben gelegt, es sei denn, es wäre ein Spiel mit 3, und bei einem Spiel mit 3 ist es wieder unwahrscheinlich, dass es ein 5-Trümpfer ist. Also erster Stich und schon eine ganze Menge zu holen. Ist aber noch gar nicht so wichtig, da das alles mitzubekommen, denn im zweiten Stich klärt sich erneut das Blatt viel deutlicher. Kreuz Bube, Herz Bube, von euch natürlich der Pik König, denn jetzt müsste euch eigentlich alles klar sein. Genau, es ist natürlich ein 6-Trümpfer. Euer Partner hätte nicht mit dem Herz Buben, Trumpf Ass und einem weiteren Trumpf erstens das im ersten Stich das Trumpf Ass geopfert, zweitens jetzt den Herz Buben. Von daher muss es ein 6-Trümpfer sein, und
Ihr habt hier mit dem Karo Buben den letzten Stich, musstet deswegen jetzt auch den König hergeben, denn sonst hätte die Trumpf 10 den nächsten Stich gemacht und euren König geholt. Insofern, der dritte Stich ist jetzt nur noch die logische Fortsetzung und bestätigt euch dann endgültig in dem, was ihr schon vermutet habt. Trumpf Lusche, Karo Ass, ihr geht mit dem Karo Buben rüber. Und wie viel Nicht-Trümpfe hat denn der Alleinspieler jetzt im Blatt? Ganz genau, es sind wieder vier, da er einen Sechstrumpf hatte. Weiter geht's. Diesmal sitzt ihr in Mittelhand. Der Alleinspieler in Vorhand spielt Karo und öffnet das Spiel mit dem Kreuz Buben. Von euch natürlich der kleinste Trumpf, die Karo 7. Von eurem Partner die Karo 9. Allzu viel braucht ihr da jetzt noch nicht gedanklich investieren, denn es geht ja direkt weiter. Es kommt der Herzbube. Ihr übernehmt mit Pik Buben und von eurem Partner bekommt ihr das Herz Ass. Und Preisfrage: Wie viel Trümpfe hat der Alleinspieler? Genau, diesmal sind es 7, ihr hattet 3, euer Partner 1. Und an sich wäre die Übung hier jetzt schon zu Ende. Der nächste Schritt, auf den ich mich jetzt noch gar nicht so sehr fokussieren kann, ist natürlich die Konsequenz hier zu ziehen. Und logischerweise in diesem Fall hängt euer Trumpf Ass, der Alleinspieler hat noch den Karo Buben und ihr werdet natürlich jetzt Herz Lusche spielen in der Hoffnung, dass der Alleinspieler den Herz auch einmal mitbedienen muss und ihr euer Trumpf Ass danach noch nach Hause bringen könnt. Was habe ich jetzt noch vergessen? Tatsächlich, wenn der Alleinspieler 7 Trümpfe hat, wie viele Fehlkarten hat er noch in der Hand? Kleines 1x1, ganz einfach, natürlich 3 Fehlkarten. Nun ist der Alleinspieler ja gar nicht immer in Vorhand und wenn er nicht in Vorhand ist, dann kann er auch nicht sofort Trumpf ziehen und dann zieht sich diese Eröffnungsphase manchmal ein bisschen länger hin. Zum Beispiel hier, ihr sitzt in Vorhand, der Alleinspieler in Mittelhand spielt Herz, ihr startet vielleicht das Spiel mit Kreuz Ass, das wäre eine ganz gute Eröffnung, Karo sicher auch möglich. Der Alleinspieler sticht mit dem Herz König, euer Partner bedient. Jetzt kommt der Karo Bube, denn sobald der Alleinspieler am Stich ist, wird er eben meistens Trumpf ziehen. Von eurem Partner das Trumpf Ass und da lasst ihr euch natürlich nicht bitten und geht daran. Und hier habt ihr sicher schon eine Idee, dass der Alleinspieler wohl die mittleren Buben auch noch hat. Sonst hätte euer Partner wohl eher diesen Stich übernommen und ihr hättet eure 10 retten können. Von daher, ohne nun ganz genau zu wissen, wie viele Trümpfe es sind, vermutlich sind es mindestens 6, denn ein Spiel mit 3 Buben, da ist fast immer ein Sechstrumpfspiel möglich und wird deswegen auch meistens gespielt. Auch weil eure Trumpf 10 dann vermutlich schon verbrannt ist, könnte es jetzt sein, dass ihr auf die Idee kommt, die Farbe zu wechseln, vielleicht zu hoffen, dem Alleinspieler in Mittelhand hier eine 10 rauszuholen, rauszuspielen. Der Alleinspieler hat aber hier nichts zu verbergen, hat keine Schwäche, nimmt das Karo Ass mit im dritten Stich und im vierten Stich folgt jetzt Herz Bube, Herz 7. Da verfestigt sich der Verdacht, die anderen fehlenden Buben sind noch beim Alleinspieler. Von euch natürlich die Herz Dame, also schon jetzt eine sehr starke Vermutung, dass der Alleinspieler 6 Trümpfe hat. Und da bestätigt es sich. Im fünften Stich ist Trumpf mal wieder endgültig klar. Pik Bube, Kreuz 9, Herz 10. Insofern erneut ein Sechstrümpfer. Und wie viele Fehlkarten hat der Alleinspieler noch? Aufgepasst, diesmal sind es 3, denn er hat das Karo Ass ja schon rausgenommen. Also insofern, jetzt habt ihr nur noch 3 Stiche Zeit, um die 60 Augen zu erreichen. Das ist aber bisher nur die Information in der erweiterten Spieleröffnung, die ihr mal wieder mit der gleichen Technik eingesammelt habt.